Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 4 und 5, hier über den Wolken. High Magic Clouds, haben sogar einen Namen, wie schön. Okay, dann gucken wir mal weiter. Na, so. Boing, boing, boing. Ja, mach ruhig. Ihr seid ja nicht wirklich ein Problem. Was haben wir hier? Haben wir... Broadsword. Ist das eigentlich... Taugt das eine Magic Broadsword? Oh Gott, und dann finden wir so einen Scheiß. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Blazing Cutlass. Was ist das? Taugt alles nix. Das sind, glaube ich... Wenn die Blazing ist... Pyrrhic ist, das, ist die schlechteste Klasse hier. Also, weil ich glaube, Magical war die niedrigste Stufe für irgendwie Magieresistenz. Silver Trident braucht auch kein Mensch. Na gut, können wir alles verkaufen, aber... Ach, die Sachen sind schon wieder kaputt. Ist ja fantastisch. Ja, das kann alles weg. Ja, Plättner können wir verkaufen. Steel Shield, Platinum Helm. Okay, okay, ich bin ruhig. Das ist schon ein bisschen hilfreicher. Gott, das ist alles kaputt. Na gut, das mache ich dann nach dem Video wieder. Das Item-Schangelei. Das ist ja nicht besonders spannend. Okay, jetzt ist hier noch irgendwas. Da waren wir. Hier haben wir mehr Gems. Hurra, 23, ja. Ne, da waren wir noch nicht. A secret room in Tower Gear holds the Land's Lost Overseer. Okay. Das klingt schon ein bisschen interessanter. A secret room. In Tower Gear. Holds the Land's Lost Overseer. Dankeschön. Nackter Mann ohne Beine und mit Appenarmen. X4, da geht's also, da ist also Schluss, da geht's nicht weiter, dann geht's nach hier. Jump, jump. Gems, ja. Alles sehr schön. Ist hier noch irgendwo eine Wolke, auf der wir noch nicht waren? Nee. Wieder eine Statue? Ja, nee. Ja, bringen wir erstmal den Golem um. Through evil wizard has been beat. You can get locked. Lord Xen defeat. Though evil wizard has been beat, you can't get perks. Ah, Gott. Bitte jetzt den ganzen Satz nochmal im Zusammenhang von vorne. Also, though evil wizard has been beat, you can't yet Lord Xen defeat. Also. Ja. Though evil wizard has been beaten, eigentlich, ne? You can't yet Lord Xen defeat. Also wenn wir den bösen Zauberer umbringen, ist das Dazok vielleicht? Können wir immer noch nicht Lord Xen umbringen. Na gut. Hm.
Was zur Hölle macht das? Okay. Noch ein Longbow. Okay, oben geht's noch weiter und da sind noch zwei Clouds. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu der hier. Cast Jump, Cast Jump. Nee, das ist ja nicht so spannend. Nur immerhin Gold Shields, das ist so schlecht nicht. So. Autsch! Komischen Trommeln. Jump. Könnt ihr eigentlich über Luft? Ja, natürlich, ihr seid ja Wolken. Ist ja soweit logisch. Noch einer. Boing, boing, boing. Noch einer. Mensch, Ella. Hier auf den Wolken gibt's aber viele Wolken. Autsch! Okay, da ist die Karte auch zu Ende. Also haben wir hier noch was. Wortsort, dankeschön. Longbow und Gems. So. Noch was. Da ist noch was. Haben wollen. Noch ein Schild. Sehr gut. So, welche? Das Ding fehlt noch. Teleport. 4. Ja, vielleicht wer anders schlagen. Hau du mal drauf. Fantastisch. Hier ist nix. Das auch 4. Dann machen wir lieber 5. Sicher, sicher. Auch so ein Ding. Bum, bum, ja. Hm. So, ich glaube, jetzt waren wir auf allen Dingsen, allen Wolken hier. Wir sind unten lang, dann darüber und zuletzt in der Mitte, ja. Oh. Entschuldigung. Ja. Ja, Cursor-Tasten verwechselt. Aus Versehen nach hinten gedrückt. Ja, sind wir rückwärts. Rückwärts die Wolken runter. Okay, ist aber gar nicht schlecht. Haben wir uns den Weg gespart. Wahrscheinlich ist jetzt unsere Ausrüstung komplett kaputt. Nee, die war sowieso schon kaputt. Okay. Gut, dann sind wir hier im Tower of High Magic ja. Nix mehr. War ja nix mehr. Dann gucken wir jetzt nochmal kurz zur anderen Sphinx. Da brauchen wir dann wahrscheinlich wieder die zusätzliche Stärke. Na ja, schauen wir mal, wo war das denn? Das war doch. Das geht schneller, wenn wir Town Portal machen. Nach Asp. Raus aus Asp und ab in die Wüste. So, hier muss irgendwo auch noch eine Sphinx gewesen sein. Das ist sie nicht.
Da, tatsächlich. Die Karte hat nicht gelogen. Shit. Okay. Das hilft mir jetzt mittelmäßig weiter. Stimmt, das könnten wir mal machen. Und wir sind ja alle schon gealtert. Andererseits auch noch nicht so alt, als dass es nötig wäre, dass wir das unbedingt uns wieder verjüngen müssten. Ach shit, wo kann man jetzt mal hin? Wollen wir mal hier hingucken? Ob wir hier eine Chance haben? Speichern wir mal. Okay, also da will ich lieber ne mal gucken, was passiert, wenn wir da drauf gehen. Also wir haben hier, du hast jetzt 336. Oh Gott! Und das mit Day of Protection, ja. Also hier sollten wir vielleicht nicht rumlaufen. Das Monster kommt uns aber nicht hinterher, das ist gut. Dann können wir das jetzt einfach mal abgehen hier. Was uns hier noch fehlte. Aha. Ah ja, das war ein Lava-Golem. Hatten wir gegen den, hatten wir irgendwie keine Chance? Wie war das? Weiß ich nicht mehr. Break Weapon, das ist doof. Aber 52 Hitpoints ist zu schaffen. Ist deine Waffe jetzt automatisch kaputt, wenn du ihn einmal triffst? Offensichtlich nicht. Aufs Feuer gehen wir lieber noch nicht. Gut, Golemstopper. Autsch. Immerhin gibst du uns Gems, das ist positiv. Wieder die Welt zu Ende. Da müssen wir unsere Fire Resistance aber noch deutlich verbessern, wenn wir darauf überleben wollen. Weil da wird doch hundertprozentig auf diesem Lavasee wird doch hundertprozentig was sein. Das ist doch immer so. Aber wahrscheinlich erst was ganz gegen Ende des Spiels. Ups. Das ist ja Lava und Feuer ist immer Mount Doom, das ist immer Endgame, würde ich sagen. Nein, der Witzerzei brauchen wir ja eigentlich nicht, aber das ist ja nicht so. Ach, Perks, du Idiot! Der Protection. Nichts. Das sieht nur so aus, als sei da was. Ist die Welt zu Ende? Oh, hallo, wer bist du denn? Ach du lieber Gott, ein Acid Dragon. Auch handhabbar, da können wir rüberspringen. Nicht handhabbar. Dragon Sleep. Oh, und die Animation hält an. Na, das ist gut. Dann wissen wir sogar, dass wir ihn eingeschläfert haben. Super. Also, dass es funktioniert hat. Haha. Das ist mal hilfreich. Aber trotzdem, das kostet offensichtlich eine ganze Menge
an Hitpoints. Ja, schon wieder keine Spare Points mehr. Ist ja sogar fast ein bisschen Taktik in den Kämpfen jetzt. Okay. Oh Gott, diese Berge kennen wir doch. Können wir da drauf? Scheiße, da können wir auch noch rauf. Fuck. Das klingt. Hydre. Ich erwarte Hydre. Oh Gott. Schauen wir mal, was hier ist. The Dragon. Oh Gott. Dragon Cave. Smells pretty bad. Nee, ich bin mir definitiv sicher, dass ich nicht sicher bin, ob ich da rein will. Dieser Dragon Sleep ist ein super Zauber. Wenn er klappt. Wenn er nicht klappt, ist er ein ziemlich. Ist es. Ja, du schon wieder. Na komm her hier. Also ganz ehrlich, weg hier. Der haut uns doch um, der Drache. Ah, shit. Kannst du es noch? Ja. River City. Gut. Okay. Ja, ich würde sagen. Legt euch mal hin. Und dann reparieren wir jetzt mal den Kram. Hoffen, dass das Spiel danach nicht wieder abstürzt. Fix. 2, 3. Wie hast du denn den Shortbow kaputt gekriegt? Naja. Mit Schilden sind wir jetzt ganz gut ausgerüstet. Nee, das können wir verkaufen. So. Komm weg. Behalten wir mal noch. Behalten wir mal noch. Komm weg. Stil, wir haben bessere Sachen als Stil, ne? Selbst du hast Emerald, also kann das auch weg. Ja, weg damit. Gold Longbow, Iron Longbow, Flashing Broadsword, Freezing Longbow. Silver Trident brauchen wir nicht. Okay. Sehr gut. Dann rüstest du dich mal bitte wieder mit einer Waffe aus. Und okay. So. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen aufgeschmissen. Wo können wir denn jetzt hin? Man kann sein, dass wir jetzt schon überwiegenden Teil von Might Magic 4 haben.
Hey, Golem Stone, da müssen wir noch hin. Golem Cave. Und dann, ja, Darzox Tower. Und wir müssen den Permit irgendwo herkriegen. Für unser Dungeon. Also wenn wir da schon so wichtige Items finden, wie irgendwelche Schlüssel und so, dann wird es im Dungeon bestimmt auch noch irgendwas geben, was wir machen müssen. Wo kriegen wir diesen Permit her? Also in den Städten war es nicht. Vielleicht ist es dann im Darzox Tower oder im Golem Dungeon, wo auch immer das Golem Dungeon ist. Okay. Nix, werden wir jetzt wahrscheinlich die Dungeons ablaufen müssen. Weil also ich glaube nicht, dass das Golem Dungeon da in dem Bereich war, ist, wo wir jetzt gerade eben waren, da in dem Feuerdings da, wo das Dragon Cave ist. Stimmt, das haben wir dann ja auch noch. Nothing here. War hier nicht mal ein Dungeon? Ich weiß es nicht mehr. Okay, hilft nichts. Wir müssen jetzt die Welt absuchen. Das ist ja fantastisch. Das ist das Tomb of Thousand Terrors, ne? Bla bla blub, bli bla bla. Wenn man das dann nur abbrechen könnte. Ja. Ist hier vielleicht noch was? Hm? Was ist das? Ja, Proper Key, Proper Stone, ja. Alles gut. Go ahead. Ja. Ah, Golem Dungeon, super. Genau, hier wollen wir hin. Levitate. Und Wizard's Eye. Bitte. Haben wir irgendwelche Gegner? Da, Golems. Mhm. A plaque at the base of the statue reads Home of the Stone. Okay. Okay, jetzt gehen wir die Zettel aus. Oh Gott. Haben wir hier noch irgendwo. Können wir mal. So. Das ist wieder gute Vorbereitung. Keine Zettel zur Hand. Also müssen wir den Drucker öffnen, um ein Blatt rauszukramen. Okay, also. Golem Dungeon. Also, hier haben wir Home of the Stone. Das ist bestimmt einfach nur... Hat bestimmt überhaupt keine Bedeutung. Aber... Oldschool, wie wir sind, schreiben wir alles auf. Home of the Wood. Okay, nochmal, das ist... Dann male ich mir das vielleicht auch auf. Also, wir haben Stone und Wood. Okay. Solve the wood, it's like a tree. Cut the branches and return to me. Solve the wood, it's like a tree. Cut the branches, whatever. Ich meine, wie wir das aber machen sollen. And return to me. Okay, das Ding ist, sagen wir mal, das ist hier. Die Anordnung hat bestimmt keinerlei Bedeutung. Oh! Next stone. Next stone.
It's full of blocks. Push them around, expose 6 rocks. Push them around. Expose 6 rocks. Set the tumblers and you... Nee, last is iron, there's a key. Last is iron. There's a key. Set the tumblers. And you will be free. Bin ich jetzt nicht frei, oder was? Okay, hier ist Home of Iron, okay. Okay, das sind einfach nur die Eingänge zu den einzelnen Dungeon-Bereichen, so wie es aussieht, ne? Also das heißt ja, wir sollen zuerst mit Wood anfangen. Das war hier. Und dann fangen wir hier an. Oh Gott, Entschuldigung. Und da haben wir Wood Golems, damit können wir leben. Like a tree, also ja, dann sind das hier die Branches, ne? Die können wir hier bestimmt dann zumachen. Dem Schalter. Sozusagen abschneiden. Aber vorher wollen wir noch die Einwohner massakrieren. Beziehungsweise sind ja nicht wirklich am Leben, sind ja Golems. Okay, ja. Oh Gott. Jetzt gab's schon, jetzt haben sich die Soundeffekte verändert. Sie sind noch da, aber es sind jetzt andere. Alles sehr interessant. Okay, immer noch so ein Ding. Dann haben wir hier auch so ein Ding. Richtig. Hier haben wir ein Mega-Credit. Danke, haben wir doch sowieso schon viel zu viel von. Obwohl, wer weiß, wie viele Steigerungen von unserem Schloss es noch gibt. Wie waren wir denn jetzt? 5 war es immer wert, ne? Quest. 8. Ja, vielleicht gibt es noch 2, dann wären es 10 und wären es noch 2 Ausbaustufen. Weil so viele Dungeons kann es ja nicht mehr geben. Okay. Ja, da würde ich sagen, wir kommen, gehen noch gut auf die halbe Stunde zu. Dann würde ich sagen, das Rätsel hier zu knacken, da fangen wir dann beim nächsten Mal mit an. Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, das sieht tatsächlich aus wie ein, wie ein Baum. Nehmen wir nochmal alles ab. Ja. Bisschen verkrüppelter Baum, aber wie ein Baum. Okay. Ja, da würde ich sagen, da machen wir uns dann beim nächsten Mal dran hier an die Rätsel im Golem Dungeon und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Also, bis dahin. Tschüss.